Ta-da-ta-ta. Lieber Udo, viel Glück und viel Segen wünschen wir dir vom Bonifatiuswerk hier im Schatten des Paderborner Domes zu deinem besonderen Wiegenfest. Es ist gut, dass es dich gibt und dass wir freundschaftlich miteinander verbunden sind. Denn du bist ein Typ, der sich nicht verbiegen lässt. Mit seinen Ecken und Kanten auch als Profi, als Menschenfreund, der die Höhen des und Tiefen des Lebens kennt, aber auch den Menschen über die Schulter schaut. Du sorgst dich um unseren kleinen, zerbrechlichen Planeten. Du sorgst dich um die Menschheitsfamilie, trittst ein für Freiheit und gegen Gewalt. Du zeigst klare Kante und hast klare Worte, wenn es um Fanatismus geht, sei es in Gesellschaften oder auch in Religionen. Du zeigst den Menschen aber auch in schweren Zeiten, dass es dort jemanden gibt, der sie trägt. Du zeigst uns auch gerade in dieser Zeit, dass es Funken der Hoffnung gibt und dass es hinter dem Horizont weitergeht. Und wir haben schon so manche tolle Dinger, wie du immer sagst, gedreht. Udos 10 Gebote hier in Paderborn und Münster. Zehntausende hat es begeistert, inspiriert und auch angestoßen, die Gebote Gottes als Charta der Menschenrechte für Freiheit, für Leben und Menschlichkeit auch zu sehen. Oder du hast uns einen Udo-speziellen Nikolaus gemalt, der keinen Bischofsstab, sondern eine Gitarre in der Hand hatte, um Musik ins Leben und die Welt zu bringen, aber auch gute Taten zu ermöglichen an seinem Namenstag mit vielen, die sich dafür einsetzen. Und immer haben wir gemeinsam versucht, sozial-karitative Projekte zu unterstützen, sei es ein Frauenhaus, sei es, dass wir benachteiligte, bedürftige oder kranke Kinder unterstützt haben oder Obdachlose. Dafür gebührt dir ein aufrichtiger Dank, aber auch für all die Inspiration, die kritische Begleitung und das, was wir noch vorhaben. Und wir möchten dir natürlich auch etwas schenken, denn du hast immer gesagt, wir wollen uns nochmal aufmachen in die faszinierenden Nordlichter oben am Nordkap an der Grenze zur Antarktis. Und wir möchten dir dort eine Hundeschlittenfahrt schenken und hoffen, dass es bald möglich wird, dorthin zu fahren. Denn ich habe bei dir auch gelernt, wie man die Nacht zum Tag machen kann. Herzlichen Dank, alles Gute und viel Kraft für die Zukunft. Weiterhin gute Energie und Gottes Segen möge dich begleiten.